So, hier Kalle und Manfred wieder. Ich begrüße euch. Kalle hat gleich die Erlaubnis, sich zu mir zu teleportieren. Und wir haben es jetzt mitten in der Nacht effektiv, nachdem heute Nachmittag die Aufnahme so floppen durfte. Hoffen wir jetzt auf ein NPC-Dorf zu treffen. Ich hab jetzt mal die Karten durchgesucht. Also, über Overview. Alter, hör auf zu fressen, während ich vor dir laufe, ey. Ich hab einfach mal geguckt, und zwar laufen wir schon eigentlich in die richtige Richtung. Wir kreuzen dabei auch ältere Chunks, das stimmt. Ein Glitter Creeper Mann! Was? Was? Da macht ja ein Krach. Da ist Meteorit eingehauen, ja. Da oben. Da auch. Das war der Oxis. Das war Creeper Ochsenknecht. Nein, das war der Oxis. Ja, ja, komm. Ist gut mit deinen Ochsen. So. Oh, ins Groß. Aua! Natürlich. Ins große Wasser. Und zwar müssen wir in diese Richtung ungefähr. Immer weiter. Voraus, voraus. Vor allem, das wird ja auch immer mehr, ne? Ne, immer weniger. Wir haben bald bei X den Nullpunkt erreicht. Wow. Was passiert, wenn man überall einen Nullpunkt hat? Dann gibt's einen riesengroßen Knall, weißt du? Ah. Dann macht's Buff und du bist geliefert. Ach, Mensch, Wasser. Ich fahr grad nicht über Wasser. Ach, jetzt fahr ich wieder über Wasser. Ja, mir nicht so einen Schrecken ein. Musst du den Wassertexturen sagen, die ja nicht laden wollen? Weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Dass wir eigentlich in die Richtung hier müssen. Sag nichts. Ist das Lehm oder ist das... Ist das Lehm oder ist das Dörte? Ich baue mal mein Boot ab. Und du warst wieder unsichtbar. Dörte, ja, das ist ein Bootbug. Hier, guck mal. Ich bin vor dir. Ich sehe dich. Ne? Ja, warte. Hier. Ich bin an Land. Du fährst auf... Jetzt fährst du auf mich zu. Platzier mal einen Block. Also ich sehe, wenn du Blöcke... Hey, du hast mich weggeschoben, glaube ich. Ah, ich weiß jetzt auf jeden Fall schon ungefähr. Ah, jetzt sehe ich dich wieder. So, und jetzt, wenn wir hier aufs nächste Festland treffen, müsste eigentlich vielleicht endlich mal ein Dorf sein. Also, Kalle, volle Kraft voraus! Die Konsole furzt schon wieder ein Safe dahin. Da. Mann, du bist hier aus meinem Blickfeld. Warte, ich sag dir, einfach geradeaus schwimmen. Ah, jetzt bist du wieder da. Joa! Schenke dich ab! Schon wieder. Einfach nur geradeaus. Wenn du in die Richtung erstmal geradeaus raus hast, kann da nichts mehr passieren. Ich mach mal den hier. Ja, du fährst an mir vorbei, du eiskalte Sau. Hi. So, und jetzt fahren wir so und ich guck. Halt doch einfach gedrückt. Hör doch auf, immer wieder zu drücken.
Warum drückst du die Taste immer wieder? Du wirst doch zwischendrin langsamer. Ich drücke ja nicht dieselbe Taste. Ich drücke zwischendurch immer D und A. Ja, A. Wozu? Guck einfach mit der Maus in die Richtung. Ich muss Bootfahren nur noch lernen. Na, mit D und A, da hackst du dein Boot einfach random in irgendeine Richtung. Ah, jetzt hängt mein Spiel. Ja, weil wir jetzt neue Chunks aufbauen. Jetzt hat's nämlich Zeit für ein Dorf. Ich riech's. Manu, du bist weg bei mir. Ja, ich bin ein bisschen sehr weit weg. Ich fahr mal grad. Ja, das hilft schon. Hi. Danke. Mongo. Genau in diese Richtung und am nächsten Festland. Also hoffen wir mal. Hoi, 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 hoi. Ey, sag mal, was machst denn du, dass du so scheiße langsam bist? Das ist immer, wenn ich hänge. Da fahre ich auch irgendwie auch bei mir nicht weiter. Jahre später. Du fährst dann noch entgegen mein Boot, das gefällt mir gar nicht. Sonst mache ich das hier. Und dann werfe ich mit der Angel nach dir. Ey, komm, jetzt müssen wir doch mal auf Festland treffen, endlich. Festland, zeige dich. Wasser, zeige. Ach, jetzt. Ey, sag mal, wo schwimmst denn du hin? Du fährst jetzt gerade genau an mir vorbei. Und zwar ca. 15 Meter entfernt. Was? Da. Ey, wo fährst denn du hin? Üben. Rechts. Ne, links. Links. Weiter links. Weiter. Weiter links, geradeaus. Zu weit links. Geradeaus, rechts, 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 rechts. Guck mal. Hallo. Hi. Ich soll Gas geben mit meinem Boot. Ich geb Gas. Hier ist Festland, aber ganz bestimmt nicht so viel, wie ich mir das wünsche. Was könnte man denn jetzt mal für ein interessantes Thema ansprechen? Das ist eine gute Frage. Da fällt mir doch selber gar keins ein, jetzt auf die Schnelle. Ich habe einen Kommentar auf YouTube. So, ich lese vor, was das Rindvieh von mir will. Ken Masters hat einen Kommentar unter TNA Austin Aries veröffentlicht. This Titantron would be awesome if it wasn't for the damn watermarks all over it. Trying to edit on my to my WWE game. Ja, dann edit doch to your WWE game, du Rindvieh. Ob es nur mit oder ohne meine Signatur ist, kann denen doch egal sein. Ich frage mich, wie man das auf WWE-Spiel kriegen kann, also Videos. Das ist schon der zweite oder dritte, der das von mir will. Aber ich sehe das doch gar nicht ein, hallo? Ach, Jesus.
Du hinter bist dir. Nicht da. Nix. Im Wasser. Wenn ich sage im Wasser, meine ich im Wasser. So. Kicken wir mal. Wie viel Festland... Ja. Absoluter Wahnsinn. Mensch. Manu, warte mal kurz, bei mir hängt das krass. Wir sind auf einen... Ach, wir sind auf einen riesigen Schatz an Festland gestoßen. Kalle, ich bin stolz auf uns, dass wir diese Insel entdeckt haben. Ansonsten hätte ich nicht gewusst, wo ich nach einem Dorf suchen sollte. Manu hat ein Schild. Was? Hast du ein Schild? Wir müssen die Insel benennen. Never coming back Island oder sowas? Nein, wie auf dem Mond. Hier waren Kalle und Manu. Das ist die Kalle und Manu. Da brauchen wir eine Flagge. Na komm, gib Yumi jetzt nicht ein Pen hier. Es geht... Was? Also mein Boot hat gerade den Sinn von einem Thunfisch. Thunfische sind aber auch nur Fische. So, wir brauchen jetzt nur auf Festland stoßen. Ein interessantes Thema wollte ich ansprechen. Zum Beispiel dumme Kommentare auf YouTube. Nee, Spaß. Color auf YouTube. Nee, Spaß. Ich weiß auch nicht. Die Präsidentschaftswahl in den USA. Dann. Ich sage jetzt einfach meine Meinung zu der ganzen Sache, ist Romney bloß so ein schleimiger Typ. Und ich habe von Anfang an gesagt, Obama wird gewinnen. Weil... Auch die Wahlen hätten 50-50 im Voraus immer wieder stehen können. Am Ende siegt die Gewohnheit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, also wählen Sie das, was Sie kennen, wenn Sie sich nicht entscheiden können. Und in dem Fall hat Obama einfach Glück gehabt. Das ist nun mal so. Fressen oder gefressen werden. Land finden oder gefunden werden. Nämlich tot. Mitten in einem Boot auf einem Meer. Manu, wir haben noch 20 Brot. Ich habe 16 Brote. Ich gehe sparsam mit meinem Proviant um. Kauf dir lieber einen neuen PC statt irgend so ein unnützes Tablet. Auf Tablet, ja, da überhole ich dich in Minecraft beim Bootfahren, aber so was von. Ah, geil! Wir sind auf eine Pilzinsel gestoßen!